Max Frisch. Zum 100. Geburtstag eines Unbequemen. Ich habe keine Lust, über Sachen zu sprechen, die mir am Schluss selbst das Genick brechen. Ich bin kein Blickjournalist, der spricht, wer einen nichts blickt. Aber mein schwitzendes Gesicht zeigt, ich bin doch sichtlich zerfickt vom ganzen tickenden Geschick. Bin ein Verwickelter im Strick, der um mein nickendes Genick immer zwickt, bis ich erstick. Denn ich bin einer von vielen, der resignierte, weil zu viel Wissen mich desinformierte. Ein kleiner Frustrierter, der vieles probierte und schließlich doch einfach nur gar nichts kapierte. Wir sind trotz Überconnection dekommunizierte, am Zähne fletschen und doch nur stagnierte. Es ist egal, ob wir vorwärts oder rückwärts gehen, wichtig ist mehr, ob wir vorwärts oder rückwärts drehen. Ich weiß, Alter, dass ich jetzt schon recht betrunken bin und Politik und Recht, das ist schon nicht gerade mein Ding, aber ich sag's, es ist schon irgendwie so krass, wie viel passiert so in der Welt, oder? Ich muss kotzen. Entweder wollen wir Haltung zeigen, ohne was zu wissen, oder haben auf eine eigene Meinung länger schon geschissen. Im Blick am Abend. Ein Foto von einem grinsenden Braunhaarigen, der auf der Seite so kürzer rasiertes Haar hat. Das heißt im Fall Undercut, ja, Kopfhörer um den Hals, ein leichtes Grinsen. Er studiert wahrscheinlich Germanistik und Philosophie, weil ich bewundere einfach, wie man mit Wort, einfach so mit Wort so saumäßig viel machen kann. Cooler Typ. Dieser Martin B. wird auf die Frage nach seiner politischen Haltung folgendermaßen zitiert. Eher links, also ich habe nichts gegen Ausländer, wenn sie sich anpassen und nicht kriminell sind. Will heißen, ich habe keine Ahnung und darum keine Meinung und darum bin ich ein bisschen scheiße. Wir sind klug, obwohl wir nicht verstanden. Reaktion ist Reaktion auf unser Handeln. Immer wieder haben wir vergessen, Action-Reaktion basiert auf Gesetzen. Ein kleines Herrenvolk ist in Angst gefangen, weil man Arbeiter wollte und Menschen kam, schrieb so in etwa Max Frisch. Und ich sage, Alter, man findet das Prinzip auch ganz einfach im Alltag. Yeah. Man will joggen und vergaß, die Kondition ist im Eimer. Man will poppen nur zum Spaß und ist schon wieder nur allein da. Nur Burger essen geht fürs Verdauen nicht klar. Man will Zeitung lesen, doch merkt, Vertrauen ist dra. Als Kind nur Jazz in den Ohren und heute doch Metal. Die Politik sei verloren, so wie dein Abstimmungszettel. Er ist so links- und menschenfreundlich, dass er Sachen sagt wie: Es braucht auch die richtig Rechten in einem richtigen Rechtsstaat. Man hat nichts gegen Ausländer, wenn sie sich freundlich anpassen. Und als Schweizer in der Fremder will man nur Fondue und Jassen. Er ist arbeitslos und sagt, schuld dran seien die Fremden und selbst war er zu stolz, um eine Bewerbung zu versenden. Er schlägt seinen Sohn, weil das bei mir immer half, nun sitzt er auch schon in der Ehrenanstalt. Und sie ging ihm fremd nach gut 12 Jahren Ehe, dann brüllt er in sein Handy, dass er auf einem Turm stehe. Sie sagte, würde sich's nie trauen, das würdest du nie tun, dann hört man lautes Rauschen und den lang ersehnten Piepston. Den Konsequenzen auf Taten, das ist der Kreislauf. Den Menschen haben, drum sage ich nicht Scheiß drauf, denn Grenzen und Lagen begreifen, das heißt auch tänzelnd was wagen im Leben als Eislauf.